Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem festtagsfeierlichen Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Inzwischen haben über 20.000 Magic-Karten die Werkstätten im kalten Seattle verlassen. Aber nur 24 ganz besondere Zaubersprüche haben es dieses Jahr hinter die Türchen unseres Tasty-Adventskalenders geschafft. Doch welche? Lasset euch kredenzen, den karamelligsten Kartenkandis. Wir haben schon jetzt dem Nikolaus ein paar Leckereien aus der Tasche des Tragens gestohlen und für euch vom prasselnden Kaminfeuer auf Schlingtemperatur angewärmt. Jauchzet und frohlocket, hier ist der krönende Abschluss eures Magic-Jahres, hier ist der Tasty MTG Adventskalender. Los geht's! Wir sind angekommen, Martin. Wir sind am Ziel. Und ihr auch. Ihr seid am 1. Dezember angekommen. Noch ein Monat ist das Jahr alt. Ihr habt's geschafft. Der November liegt hinter euch. Denkt mal drüber nach. Der Herbst ist eigentlich vorbei, denn jetzt seid ihr in der Adventszeit. Und wie immer im Advent haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal gemacht. Letztes Jahr war das erste Jahr, in dem wir Tasty MTG überhaupt versendet haben, und da haben wir den Tasty MTG Adventskalender gemacht, und wir haben gedacht, wir machen das dieses Jahr wieder. Es ist so schön, die Vorbereitung, und ich bin so gespannt auf die Sachen, die du heute erzählen wirst. Und ich auf auch deine. Meine Sachen hast du noch nicht gehört. Ja, genau. Das ist ganz schön auch für uns, so ein kleiner Abschluss, wo wir uns nochmal so im Ping-Pong-mäßig einfach gegenseitig ein paar Überraschungen rüberschicken und in die schräge Gedankenwelt des anderen ein bisschen eintauchen. Und darauf freue ich mich schon ganz, ganz toll auf die Karten, die du mir mitgebracht hast. Wie funktioniert das genau? Wir haben 24 Türchen, hinter denen sich 24 Magic-Karten verbergen. Und jede Magic-Karte und jedes Türchen ist ein Kapitel in diesem Podcast. Das heißt, wenn euer Podcatcher diese Funktion unterstützt, könnt ihr zu einzelnen Kapiteln springen. Und ihr seht auch, wann sich das Kapitel dem Ende nähert, und könnt dann rechtzeitig Stopp drücken und dann am nächsten Tag weiterhören, wenn ihr das wirklich wie einen Adventskalender benutzen wollt, diese Folge. Das ist möglich. Ja, anders geht's ja auch gar nicht. Also man kann ja bei einem Adventskalender jetzt nicht mehrere Türchen gleichzeitig öffnen, und genauso wenig kann man bei unserem Adventskalender sich gleich alle Türchen anhören. Das geht halt jeden Tag Stück für Stück bis Weihnachten. Und auch wenn das euer Podcatcher unterstützt, seht ihr auch zu jedem Türchen, welche Karte da eingeblendet wird, über die wir sprechen. Das heißt, ihr könnt da auch mitgucken und ja, euch mitfreuen. Und freuen können sich auch vier von euch, die uns noch Karten eingesendet haben, kleine Audionachrichten geschickt haben. Die hören wir so im Lauf dieser Folge. Mhm. Und für einen, weil wir ja eigentlich nur drei ausgelost haben, ziehen wir noch eine vierte Karte aus der großen Magic-Wunderkiste, die ich hier rumstehen habe. Da suchen wir noch mal eine Knallerkarte raus. Da soll niemand zu kurz kommen. Hier ist für jeden was dabei, ja? Genau. Die ist auch garantiert noch nicht abgelaufen. Nee, das wird richtig. Hier gibt es Geschenke, hier gibt es Spaß, Spannung. Und ich würde sagen, Geis, wir fangen einfach an. Ach komm, reiß die erste Tür auf und zeig mir, was du dahinter versteckt hast, Martin. Ich mach das erste. Viel Spaß euch allen. Viel Spaß. Das erste Türchen ist eine Karte, die, glaube ich, du mal prämiert hast im Laufe dieses Jahres. Und zwar dachte ich, fangen wir mal an mit dem, was in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig ist, nämlich Licht für die Nacht. Licht für die Nacht ist eine Hexerei, kostet X und ein Rotes, und ist eine Hexerei. Das Licht für die Nacht fügt einem Ziel deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Falls das Ziel eine Kreatur oder ein Planeswalker ist, fügt es ihm stattdessen X plus 1 Schadenspunkte zu. Hat auch noch Rückblende. Ich habe die Karte rausgesucht, weil nicht weil sie dir einen Schadenspunkt zufügt, sondern weil ich finde, Licht für die Nacht ist jetzt gerade enorm wichtig. Ich habe jetzt festgestellt, wie dunkel das doch jetzt draußen ist und wie schön warm und gemütlich das doch ist, wenn man hier noch so eine kleine Stehlampe anhat. Jetzt erstmal nächste Woche kommen die Kerzen dazu zum ersten Advent, und da freue ich mich schon sehr drauf, wie das jetzt wieder heimelig und warm und gemütlich wird. Auf jeden Fall.
Also wenn die ganze Bude voll mit Kerzen steht und dann weiß ich, wir sind irgendwie in der Weihnachtszeit angekommen. Und das ist dann auch einfach, ne, mal die ganzen LED-Lampen ausschalten und mal so eine Kerze anzünden. Das macht schon was anderes, ne? Da passiert schon was anderes im Raum. So ein leichtes Flackern und dann kann man auch einfach mal die Kerzen flackern lassen. Schön illustriert von Weiwei, Licht für die Nacht. Und ja, das war das erste Türchen und kommen wir doch zum zweiten. Hinter dem zweiten Türchen verbirgt sich ein Türchen. Denn ich habe hier, genau, wir machen die Tür auf und sehen die Tür der Schicksale, Door of Destinies. Das ist ein Artefakt, was vielleicht einige von euch auch schon kennen. Kostet 4 Mana, ist eine Rare und macht Folgendes. So wie die Tür der Schicksale ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Immer wenn du einen Zauberspruch des bestimmten Typs wirkst, lege eine Ladungsmarke auf die Tür der Schicksale. Kreaturen des bestimmten Typs, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 für jede Ladungsmarke auf der Tür der Schicksale. Und illustriert hat das Ganze Larry McDougall. Und ich glaube, es gibt auch nur diese eine Illustration. Genau. Und ist eine Karte, die eine meiner allerersten Magic-Karten war das. Also die kam zwar in Morningtide raus, aber die hatte einen Reprint 2014 oder in M14. Da hatte ich angefangen, Magic zu spielen und hatte die Tür der Schicksale drin und hatte die dann später, hab die jetzt noch, spiele die in meinem Katzendeck und habe gesehen, dass die im Wert ganz schön gestiegen ist. Also die haben, glaube ich, mittlerweile viele in ihren Tribal-Decks drin und fand das erstmal eine ganz schöne Karte, die nicht in Vergessenheit geraten sollte. Die ist nämlich zwischendrin bei mir in meinem Sammelort da wieder gelandet, dann mal wieder in irgendeinem Deck drin und mal wieder so. Und erinnert mich auch immer wieder an eine kleine Tradition, denn außerhalb des Tasty MTG Adventskalenders machen manchmal ein guter Freund und ich eine andere Form von Magic-Kalender, nämlich durchwühlen wir unsere Bulk Rares, suchen quasi 24 Bulk Rares raus, wo wir glauben, dass der andere die, ja, vielleicht gebrauchen könnte oder zumindest netter findet als man selber, packen die in Sleeves, sodass man sie nicht sehen kann und schreiben dann hinten auf das Sleeve die Zahl drauf, 1-24. Und dann überreichen wir uns das so. Das haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Mal schon gemacht. Und dann hat man für jeden Tag eine neue Magic-Karte, die man physisch auspacken kann. Ich meine, heute, wenn ihr das hört, ist der 2. Dezember. Es ist vielleicht noch nicht zu spät. Durchsucht doch einfach mal eure Magic-Karten, packt 24. Heute braucht ihr dann vielleicht sogar nur noch 23 zusammen. Und ja, überreicht jemanden, denn nichts ist schöner als geschenkte Magic-Karten. Von daher, mein Türchen Nummer 2, die Tür der Schicksale. Und wenn wir jetzt so langsam weiterschreiten im Dezember und im Advent, dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen, so geht es mir zumindest jedes Jahr, fühlt man sich auch so ein bisschen außerhalb der Zeit. Und außerhalb der Zeit ist meine Karte hinter Türchen Nummer 3, ist eine Verzauberung und kostet 1 und 2 Weiße. Und wenn außerhalb der Zeit ins Spiel kommt, enttappe alle Kreaturen, dann destabilisiere sie, bis außerhalb der Zeit das Spiel verlässt. Lege für jede auf diese Weise destabilisierte Kreatur eine Zeitmarke auf außerhalb der Zeit. Und die Karte hat auch noch Verschwinden. Und ich finde, das passt sehr schön zu Weihnachten, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich fühle mich dann immer auch so ein bisschen außerhalb der Zeit und alle um mich rum habe ich das Gefühl, für die verläuft die Zeit auch so ein bisschen langsamer und man nimmt diese Wochen bis zum Heiligen Abend nochmal ganz anders wahr. Meistens ist viel zu viel drin in den Tagen, was man alles noch machen muss, aber allein schon diese 3 Weihnachtstage dann, die fühlen sich für mich tatsächlich wie außerhalb der Zeit, weil die so, ich vergesse alle Wochentage, ich vergesse alle Zeitangaben an dem Tag und es fühlt sich an, als passiert das allen Menschen um mich rundherum auch. Und deswegen finde ich das eine sehr schönes Bild, sehr schöne Metapher für die Adventszeit. Ich finde, was es noch besser macht, ist tatsächlich noch diese eine Mechanismus, der drauf ist, im Englischen Vanishing, im Deutschen heißt Verschwinden. Ja. Und genau, was macht man lieber irgendwie, als so für so ein paar Tage einfach zu verschwinden?
Das finde ich sehr, sehr schön. So, man ist dann irgendwie so zwischen, man sagt ja so zwischen den Jahren. Ne? Ja. Das habe ich nie verstanden, diesen Ausspruch. Aber so zwischen den Jahren ist man so in der Unzeit irgendwie zwischendrin. Ne? So an keinem richtigen Ort. Meistens ist man irgendwie unterwegs, auf Besuch irgendwo. Aber man ist auch irgendwie in so einer Zeit drin, die weder zu dem einen noch zu dem anderen Jahr so richtig gehört. Und Und irgendwann verschwindet diese Zeit auch selber wieder und dann sind wir wieder in der normalen Zeit angekommen. Aber davor fühlen wir uns natürlich sehr wohl in dieser Zeit außerhalb der Zeit. Ich öffne mal Türchen Nummer 4. Ah, und guck mal, dahinter verbirgt sich eine Karte, von der ich jetzt mal behaupte, dass du noch nie von ihr gehört hast. Okay. Und zwar heißt diese Karte die Goblin Polka Band. Da habe ich noch nie davon gehört. Ja, ich habe die rausgesucht, weil da sind so 3 Goblins von drauf, illustriert von Quentin Hoover. Und die spielen halt irgendwie, der eine hat so eine Bayern-Mütze auf, ich weiß nicht, wie die heißt, ja, mit so einem Pinsel dran ist irgendwie und spielt Akkordeon. Und dann spielt so einer Tuba und die machen halt so traditionelle, wie man sich halt in Amerika Polka-Musik vorstellt, die nicht aus Bayern kommt, sondern aus Polen. Aber ich glaube, so stellt man sich es irgendwie vor. Und genau, die spielen halt so Folklore-Sachen. Und ich bin da zur Weihnachtszeit, höre ich mir auch immer so einfach super viel Folklore-Weihnachtsmusik an. Und auch Popmusik, die Weihnachtstitel hat, würde ich auch als Folklore bezeichnen. Und ich bin da voll der Sucker für sowas. Das war der Grund, weshalb ich es rausgesucht habe. Aber dann, als ich habe die quasi gefunden. Wie soll ich weitergehen? Und zwar, hast du die Karte vor dir? Siehst du sie? Ich sehe sie, ja. Rate mal, aus welchem Set die ist. Die sieht ein bisschen komisch aus. Sieht irgendwie seltsam aus, ne? Ja, die Schrift ist irgendwie, also es sieht aus, als hätte jemand eine Magic-Karte nachgemacht. Und genau, ich habe nämlich gefunden, das ist eine Magic-Karte, die nie physisch als Karte existiert hat. Nämlich ist das eine von den sogenannten Astral Cards. Mhm. Denn Magic hat mal Digital-Only-Karten produziert. Schon früher in den 90ern, nämlich für die Chandala-Spiele, die damals rausgekommen sind. Und es gibt 12 Karten insgesamt, die quasi nur im Digitalen existieren. Ich werde später noch eine davon vorstellen. Und das sind Karten, die haben alle sogenannte Random-Effekte. Das heißt, irgendetwas, was dann der Computer im Spiel sehr leicht machen kann, was im physischen Spiel sehr, sehr umständlich ist. Also das, was wir jetzt in Arena erleben, ja, das war alles schon mal da. Und das gab es auch damals schon. Und die Goblin Polka Band, erstmal, außer dass sie mich zum Lachen bringt, wenn ich den Namen vorlese, macht Folgendes, ist erstmal, ja, Entschuldigung. Ich wollte noch sagen, übrigens, für alle, die jetzt uns aus den südlichen Ländern zuhören, die Bayern-Mütze, die Geis jetzt beschrieben hat, ist natürlich ein Trachtenhut. Also wenn ihr euch das vorstellt, wenn ihr euch überlegt habt, was meint Geis mit der Bayern-Mütze? Vom Fußballverein, Basecap. Nee, und eine Lederhose hat er auch noch. Okay, was macht die Goblin Polka-Band? Der im Vordergrund steht. Also es ist eine Polka-Band, die Polka-Band hat erstmal 1-1 und kostet 2 rote Mana. Rot-Rot. Die hat einen Effekt, den kann man auslösen, eine aktivierte Fähigkeit für 2 Mana, 2 generische Mana, Tap, und ein rotes bezahlen für jedes Ziel. Ich lese es dann mal auf Englisch vor. Tap any number of random target creatures. Goblins tapped in this way do not untap during their controller's next untap phases. Ja, zufällige Kreaturen werden getappt und Goblins, die getappt werden, die untappen nicht, weil die werden quasi von der betörenden Polka-Musik quasi so lahmgelegt, dass sie erstmal ihren Rausch ausschlafen müssen. Sicherlich keine gute Karte, aber eine bemerkenswerte Karte. Und in diesen 12 Astral Cards, von denen ich später oder zu einem anderen Tag noch eine vorstellen werde, gibt es tatsächlich auch ein paar ganz nice Karten. Von daher bleibt gespannt, aber ich wollte euch kurz die Astral Cards vorstellen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Schaut sie euch mal an. Sehr schön, noch nie gehört. Kann man bei Scryfall suchen mit dem Suchbegriff Set Doppelpunkt Past, P-A-S-T. Und da werden einem dann alle 12 Astral Cards angezeigt. Es gibt sogar eine, die geprintet wurde. Und zwar wurde die den ersten 50.000 Spielboxen quasi dieses digitalen Spiels, ich weiß nicht mehr, die hatte unterschiedliche Namen, ich nenne es immer Chandala, da lag eine oversized Print von einer dieser Karten mit drin, nämlich vom Aswan Jaguar. So,
das war's, genug an Trivia. Großes Türchen. Nice. machen wir jetzt wieder zu und ja, die Goblin Polka Band. Jetzt sind wir auch schon am ersten Advent und wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, schickt uns eure Karten als Audionachricht und wir spielen die dann an den drei Adventssonntagen, die es jetzt leider im Dezember nur gibt, weil der erste Advent lag im November, das heißt, wir sind jetzt schon am zweiten Advent. Und ja, wir fangen mal an und uns haben tatsächlich Leute Sachen eingeschickt, das geht fast genau auf, wir haben sogar eine Einsendung mehr bekommen, als wir gebraucht hätten, aber wir spielen sie alle und es gibt natürlich auch für alle, wie gesagt, eine Karte von uns. Der erste, der uns was geschickt hat, war der Tom. Und wir hören mal rein, was Tom uns als seine Karte vorstellt. Hallo, liebe Tasty Crew. Ich bin's, der Tom von Commander Unlimited. Und hinter diesem Türchen versteckt sich Infernius Spawnington der Dritte Esquire. Und auf diesem schönen kleinen Kärtchen sieht man drei Generationen von infernalem Bösen, das einfach zusammen gemeinsam Zeit verbringt mit warmen Schals, heißem Kakao und süßen Marshmallows. Und genau das ist ja das auch, was die Weihnachtszeit und die Adventzeit ein bisschen mit sich bringen soll. Gemeinsamkeit mit Freunden und Familie und dass man einfach zusammensteht und ratscht. In dem Fall ist es mein Eintrag für den Tasty Adventkalender. Ich fühle mich schon ganz wohlig, wenn ich Tom nur zuhöre. Also hat er richtig Danke, schön erzählt. Lieber Tom von Commander Unlimited, auch ein Channel, den ihr euch gern mal anhören solltet. Ganz toll und anschauen. Es gibt auch einen YouTube-Kanal und der streamt sogar. Also schaut auf jeden Fall mal bei Tom rein. Und wirklich eine ganz tolle Karte. Also die, ich habe sie jetzt auch gerade nochmal offen hier vor mir. Ist ja die dritte Karte, hat er ja auch gesagt, in dieser Reihe aus den silberrandigen Karten, wo dann immer von Dämonen die Rede ist in der Kreaturenleiste, aber eigentlich sind immer ganz fluffige Mäuse drauf. Und ja, hier sieht man jetzt endlich mal alle drei Generationen zusammen. Komm, ich lese es einmal vor, okay? Mach mal. Die Karte kostet 10 Mana und ein schwarzes. Also 11 Mana-Betrag von 11 und hat Beast, Demon und Grandchild als Kreaturentypen. Power Toughness ist 9/9, ist eine Rare. Und genau, wo war die zuerst drin? Die war in Unsanctioned nur, ne? Die ist ganz neu, genau. Genau. Hat Flying, First Strike, Trample und Haste. Das klingt erstmal ganz gut. This spell costs 3 less to cast for each card you've revealed this turn. Man muss Karten offen vorzeigen, um die preiswerter zu machen. When Infernius Spawnington III Esquire enters the battlefield, you may say, I'm here. If you do, it deals 3 damage to target player. Mit dem Flavortext, see evil, hear evil, speak evil. Und der wunderschönen Illustration von Ron Spencer. Genau, ist natürlich auch mechanisch eine Anspielung auf die Karten, die davor gekommen sind, die man natürlich immer revealen musste, also vorzeigen musste und immer sagen musste, I'm coming und I'm coming too. Und wenn du dann wirklich alle beide Karten vorgezeigt hast, dann ist die jetzt schon mal deutlich günstiger geworden. Hier, also wirklich auch eine schöne Anspielung auf die beiden Karten, die es davor gab. Und ja, also diese wohlige Atmosphäre mit Marshmallows im Kakao habe ich jetzt tatsächlich noch nie ausprobiert, aber ist ja so ein amerikanisches Ding, ne? Und ja, ist nice. Das sieht schon sehr, sehr gemütlich aus. Ein bisschen eklig, aber auch ein bisschen nice. Und ja, vielen Dank dir, Tom, für diese, auch für die wunderschön eingesprochene Karte. Du hast natürlich auch eine Karte, bekommst du eine Karte von denen, die wir in der letzten Folge aus der Kiste gezogen haben. Und zwar war das für den zweiten Advent war das der engelsgleiche Helfer. Klasse, ganz großartig, wirklich tolle Karte. Das ist richtig gut. Ich lese mal vor, 1 und ein weißes. Fliegt Geist 1/1, also jetzt auch Synergie mit Crimson Vow. Kann man tappen, eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Lieber Tom, wow. Diese Karte ganz stark. Geht auf die richtig Reise. Richtig gut. Schick uns gern nochmal deine Adresse oder wir kontaktieren dich nochmal und dann geht die Karte zu dir. Bin ich neidisch. Tom, liebe Grüße nach Kärnten. Liebe Grüße nach Kärnten. Ganz klasse. Genau, und wir gehen weg vom zweiten Advent in den nächsten Türchentag. Wir haben
haben ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass wir beide Musik im Adventsjahr mögen, Geist, wenn du dich erinnerst. Und dass das irgendwie für uns auch dazugehört. Goblin Polka Band, sag ich nur. Goblin Polka Band. Du hast, glaube ich, gesagt, du spielst immer Posaune, ne? Nein. Was? Nein. Aber ich bin schon wieder ich spiele ja Klavier. Ich übe schon wieder die ganzen. Mitte November geht es nochmal los, dass ich anfange, die Nachbarn mit Weihnachtsliedern zu terrorisieren. Und ich übe auf der Gitarre Weihnachtslieder. Und da ich eben das ein Saiteninstrument ist, habe ich mir eine Karte rausgesucht, die auch ein Saiteninstrument ist. Und zwar heißt es Bardeninstrument. Das ist eine Karte, die dieses Jahr neu rausgekommen ist in Adventures in the Forgotten Realms. Kostet nur ein grünes für ein legendäres Artefakt. Und zu Beginn des Versorgungssegmentes kannst du eine Harmoniemarke auf das Bardeninstrument legen. Und für 3 und ein grünes und tappen kann ich meine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit Mana-Betrag gleich der Anzahl an Harmoniemarken auf dem Bardeninstrument suchen, sie vorzeigen und auf die Hand nehmen. Und falls die Karte legendär ist, mache ich noch einen Schatzspielstein. Ja, so stelle ich, das ist meine Vorstellung davon, wenn ich Gitarre spiele, dann versinken um mich herum alle in unendlicher Harmonie und werden auch so ein bisschen getappt. Also legen sich auch gerne mal hin und schließen die Augen und dann kommen immer mehr Menschen noch dazu von draußen rein und so sehe ich mich, wenn ich Weihnachtslieder spiele. Ich weiß nicht, ob das alle... Kriegst auch einen Schatz hingeworfen am Ende? Ja, in den Hut und mit Geschenken überhäuft. So stelle ich mir das vor. Also ich übe jetzt gerade auch schon fleißig. Ich habe tatsächlich vielleicht dieses Jahr auch vor, Jingle Bells auf dem Banjo zu spielen. Mal gucken. Banjo, Martin, nice. Musst du mir aber auch mal vorspielen. Das ich habe mir mein Banjo gekauft und fast einmal gespielt. Und ich habe auch eine tolle Anleitung für Jingle Bells tatsächlich. Und das will ich immer probieren. Also das Bardeninstrument so als Symbol für die Weihnachtsmusik, die man dort zu Hause macht. Cool. Ja, das ist eine schöne Karte. Und die Illustration von Randy Gallegos, die ging damals ganz schön rum. Und ich fand immer, ich habe die ganz oft anschauen müssen, weil diese vielen Tiere, die darauf abgebildet sind, die um diese Frau herum sitzen, die sehen so zusammengefotoshoppt aus. Also wirklich wie Fotos. Also so und so ausgeleuchtet, so hell. Und es ist so ein freundliches Motiv. Wir haben keine krassen Schatten da drin und so. Und dieser Wald ist lichtdurchflutet. Und es ist so ein unfassbar freundliches Bild. Und knuffig, wie diese ganzen Tiere aussehen. Und das Wildschwein, auf dessen Kopf so ein kleiner Hase sitzt, dessen Schlappe und so runterhängen. Und man will sich so reinlegen in dieses ganze Fell, was einem da so entgegenkommt. Und auf dem, was ist das hinten, so ein Jaguar, Luchs, irgendwas, so eine große Wildkatze, auf deren Rücken so eine kleine Hauskatze sitzt, eine schwarz-weiß. Also es ist wirklich, und die beiden kleinen bunten Singsittiche, die da auf dem Reh auf dem Kopf sitzen. Also es ist wirklich, die Tiere stapeln sich hier schöner als die Bremer Stadtmusikanten, muss ich sagen. Genau, das Reh oder das der Tapir hat statt Ohren einfach 2 Vögel, es ist so schön. Ja. Und eine schöne Karte. Schön. Als Symbol für die Weihnachtsmusik von mir. Mache ich mal Türchen Nummer 7 auf und dahinter verbirgt sich natürlich passend zum heutigen Nikolaustag, der war gestern, egal, ich mache es trotzdem auf und zwar die Pionierstiefel. Wenn ihr die kennt, dann kennt ihr auch die Illustrationen dieser abgerockten, ewig getragenen Schuhe, die aber sehr groß und viel Platz für Süßigkeiten bieten. Und ich hoffe, ihr hattet gestern auch einen erfolgreichen Nikolaustag mit blitzeblank geputzten Schuhen. Der Flavortext der Pionierstiefel ist: Es ist einfacher, die Orte aufzuzählen, an denen sie noch nicht waren. Und ich wollte diese Karte vorstellen, einfach weil es eine wunderschöne Karte ist, ein Artefakt, eine Ausrüstung, die ich dieses Jahr einfach so wiedergefunden habe in meiner Sammlung. Es war so ein schönes Event von, ach stimmt, es gibt ja noch diese Karte hier, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dieses Artefakt Ausrüstung für 2 Mana macht folgendes: Die ausgerüstete Kreatur hat Nicht-Standard-Land-Tarnung. Das heißt, sie ist unblockbar, solange der verteidigende Spieler ein Nicht-Standard-Land kontrolliert hat, Ausrüsten 2. Das bedeutet, in Commander gesprochen, die Kreatur, die mit dieser Karte ausgerüstet ist, die ist einfach unblockbar. Wer spielt schon nur Basics auf der anderen Seite? Selbst wenn man Monocolored spielt, hat man irgendein Nicht-Standardland im Spiel. Und das fand ich ganz, ganz toll. Zum Beispiel, um mit Blim einmal durchzukommen, um dann irgendjemandem ein schönes Geschenk zu machen, was ich liebevoll gecastet habe vorher. Das hat mir wirklich gut gefallen.
Und genau, illustriert wurde die Karte von Zoltan Boros und Gabor Siksay. Man verzeihe mir die Aussprache. Hat jeder eine schöne Karte. Jeder einen Stiefel gemalt, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat jeder einen Stiefel gemalt, genau. Eine wunderschöne Karte, die mich jedes Mal an den Nikolaustag erinnert. Und ja, euch vielleicht in Zukunft euren Commander zum Connecten bringen wird, wenn ihr sie nicht eh schon spielt. Die Pionierstiefel. Trailblazers Boots. Ich habe auch noch eine Karte, die so ein bisschen anschließt an den Nikolaustag, auch vielleicht auch schon so ein kleiner Ausblick ist auf den Weihnachtstag. Denn wenn man dann so ganz aufgeregt ins Bett gegangen ist und dann wartet, dass die Geschenke sich auf magische Weise manifestieren in der Wohnung und unterm Baum, dann schläft man vielleicht so ein bisschen unruhig, aber man schläft dann irgendwann doch und es ist dann vielleicht auch eine Art magischer Schlaf. Charmed Sleep ist die Karte, die ich rausgesucht habe für das heutige Adventskalendertürchen. Der magische Schlaf ist eine Aura für 1 und 2 blaue und verzaubert eine Kreatur. Und wenn der magische Schlaf ins Spiel kommt, tappet die verzauberte Kreatur. Und die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Ist so ein ganz okayer Removal-Spell, war in Adventures in the Forgotten Realms auch drin, auch illustriert von Zoltan Boros, den wir gerade schon hatten. Und ja, ich finde so, hatte ich ja gerade schon gesagt, die Tage im Advent und an den Weihnachtstagen, da schlafe ich tatsächlich sehr magisch, weil dann bin ich so richtig, richtig entspannt, richtig beseelt und schlafe dann sehr tief und sehr fest. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Kind und vielleicht auch Erwachsene, dem es da gleich geht und man einfach so, ja, Kind hat einen magischen Schlaf zu Weihnachten. Ganz im Gegenteil, das magische Nichtschlafen ist da angesagt. Vor Weihnachten, ja. Auch kurz nach Weihnachten. Das passiert einfach nicht. Das ist die aufregendste Zeit des Jahres. Aber irgendwann schläft das Kind vielleicht aus vor Erschöpfung einfach ein. Ich meine, kannst du vielleicht besser berichten als ich, aber in meiner ideellen Vorstellung ist jeder Tag im Advent einfach ein magischer Schlaftag. Oh ja, ja. In meiner Idealvorstellung auch. Also, schöne Karte auf jeden Fall. Ist zum ersten Mal gedruckt worden in Throne of Eldraine. Da lag so ein riesen, ich weiß nicht, das ist ein riesen Drache lag da oder eine riesengroße Katze, die da auch ganz Drache, ne? Ganz beseelt dann da lag und jetzt in Forgotten Realms war es dann eher so ein kleiner Drache, der von dem Zauberer da schlafen geschickt wurde. Hoffentlich ist ja, glaube ich, identisch mit Klaustrophobie, ne? Mechanisch identisch, also Mana-Kosten und auch Effekt. Aber es ist schön, ne? Also, ne? Identischer Effekt, aber ein komplett anderer Flavor, in den es ja eingehüllt ist und es ergibt trotzdem Sinn. Und das finde ich total, total schön, es nebeneinander zu stehen und zu sehen. Und es ist auch toll, dass sie die nochmal gedruckt haben nach Throne of Eldraine, wo die Vermutung war, das haben sie jetzt einmal gemacht, um halt diesen Märchenflavor da reinzubringen, aber kam jetzt in Adventures in the Forgotten Realms wieder und passte auch sehr schön. Also schöner Reprint, funktionaler Reprint. Der magische Schlaf. Türchen, das ist jetzt die Nummer 9, die ich hier öffne. Und hinter der Nummer 9 verbirgt sich die goldene Gans, die Gilded Goose. Eine Karte, die ich hier reinbringen wollte, weil sie mir dieses Jahr sehr, sehr viel Freude in meinem riesige Kreaturen grün-roten Nikia-Deck gemacht hat. Und die kostet halt ein Mana, ist 0-2, fliegt und wenn sie ins Spiel kommt, macht sie einen Speisespielstein. Ist eine sehr super funktionale Karte, die man in jedem grünen Deck spielen kann, meines Erachtens. Denn die hat nämlich noch Tap, opfere einen Speisespielstein, also zum Beispiel den sie gerade mit ins Spiel gebracht hat, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Und sie hat aber auch noch zusätzlich ein beliebiges Mana, ein grünes, und Tap, erzeuge einen Speisespielstein. Ganz, ganz tolle, funktionale Karte, die mich dieses Jahr glücklich gemacht hat. Aber die goldene Gans, das wissen wir natürlich alle, ist auch ein Märchen. Kennst du das Märchen, Martin? Natürlich kenne ich das Märchen, denn beim Kinderfasching, noch in der DDR, war ich mal der Junge mit der goldenen Gans.
Ach wow, tatsächlich. Und was ich mir kurz gedacht hatte, es ist vielleicht wieder ein längeres Türchen, verzeiht es mir, aber diese Handlung, ich habe die nicht mehr zusammenbekommen, nachgelesen und hab mir jetzt den Wikipedia-Text hier genommen und dieses Märchen ist einfach so wie viele Märchen der Grimm-Brüder, ist einfach vollkommen absurd. Und ich lasse euch jetzt kurz die volle Absurdität spüren und lese euch das kurz vor, worum es in die Goldene Gans geht. Ist das okay für dich, Martin, nochmal eine kleine Reise zurückzumachen in deine Kindheit, in der du der Junge aus der Goldenen Gans spielen musstest? Das machen wir. Und wenn ihr jetzt auf das Kapitelbild guckt, dann seht ihr mich als der Junge mit der Goldenen Gans. Der jüngste dreier Söhne wird verachtet und heißt Dummling. Hier ist jeder Satz ein Highlight. Ja. Als der Älteste Holz hacken geht, gibt die Mutter ihm Wein und Eierkuchen mit. Unterwegs will ein graues Männchen mitessen, doch er lehnt ab. Bei der Arbeit haut er sich die Axt in den Arm. Genauso macht es der zweite Sohn und haut sich ins Bein. Endlich darf auch der Jüngste, kriegt zwar nur Aschekuchen und Sauerbier, aber teilt gern mit dem Männchen. Dafür zeigt es ihm einen alten Baum, den er umhaut und eine goldene Gans findet. Hinter dem Baum oder auf dem Baum. Beim Gastwirt wollen die drei Töchter eine Feder erhaschen. Die erste bleibt mit der Hand daran hängen. Die zweite an ihr und die dritte an ihr. So nimmt der Dummling seine einfach mit. So nimmt der Dummling sie, also die alle, einfach mit. Unterwegs will der Pfarrer die Mädchen abhalten, ihm nachzulaufen. Bleibt an der letzten hängen. An ihm der Küster, dann noch zwei Bauern. Beim Anblick dieser Kette lacht die Königstochter, die sonst so ernst ist, dass der König sie dem versprach, der sie zum Lachen brächte. Weil der Dummling aber arm ist, muss er noch einen Mann bringen, der einen Weinkeller austrinkt, dann einen, der einen Berg Brot aufisst, schließlich ein Schiff, das zu Wasser und zu Land fährt. Der Dummling sucht das Männchen, findet einen Durstigen und einen Hungrigen, die die Aufgabe erfüllen, erhält auch das Schiff, heiratet und erbt das Reich. Das, liebe Freunde, war die Goldene Gans. Und für eure Träume, die ihr heute Nacht haben werdet, möchte ich mich leider jetzt schon entschuldigen. Türchen Nummer 9, die Goldene Gans. Ja, kommen wir zum 10. Dezember. Bitte. Und hinter meinem Türchen geht es jetzt endlich mal ans Eingemachte, im wahrsten Sinne. Ich habe rausgesucht das Geschenk des Kessels. Das Geschenk des Kessels ist eine Hexerei, kostet 4 und ein schwarzes, hat Adamant. Also falls 3 oder mehr schwarze Mana ausgegeben wurden, um diesen Zauberspruch zu wirken, lege die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf den Friedhof und du kannst eine Kreaturenkarte in deinem Friedhof bestimmen. Falls du dies tust, bringe sie mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel zurück. Illustriert von Anna Steinbauer. Mhm. Wenn ihr euch noch erinnert an letztes Jahr, da hatte ich ja +1/+1 Counter damit assoziiert, dass man da in den Adventstagen gerne mal das ein oder andere Kilo dazu bekommt. Und dann im Lauf des Monats mehrere +1/+1 Counter ansammelt. Und heute geht's los am 10. Dezember mit dem Geschenk des Kessels. Der Kessel wird angeheizt und die ganzen leckeren Sachen werden da drin zubereitet. Im modernen Äquivalent ist es natürlich das Backblech. Und da werden Plätzchen gebacken und der Stollen, der hier bei mir draußen auf dem Flur schon liegt und schon angeschnitten ist, der wird dann gegessen. Ja, ist einfach ein schönes Symbol, finde ich, für die ganzen Leckereien, die man jetzt endlich wieder essen darf. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe auch schon im November Lebkuchen und Dominosteine und Spekulatius und Zimtsterne aus dem Supermarkt geholt. Wirklich? Aber schon gegessen auch im November? Ja. Vor dem ersten Advent. Ich bin noch großtönend damit zurückgekommen hier nach Hause und habe gesagt, so, die tun wir jetzt schön weg und machen die erst an Weihnachten auf, weil dann gibt es wieder keine mehr im Supermarkt. Ich habe es auch nicht geschafft. Das habe ich dann jede Woche gesagt, nachdem ich dann immer neuen Nachschub geholt habe. Geil. Ja, und der Kessel, der immer weitergibt, sozusagen, das Geschenk des Kessels, also... War auch in der Story zu Eldraine, war das eine schöne Geschichte, was der Kessel macht. The Kessel that keeps on giving. The Kessel that keeps on... Wundervolle Illustration von Anna Steinbauer.
Die finde ich wirklich sehr stark, wie das Wasser, gerade das spiegelnde Wasser und dieser dunkle Hintergrund hinter dem Kessel, obwohl offenbar im Wasser spiegelt sich ein tagheller Himmel. Also das ist sehr, sehr stimmungsvoll, finde ich. Richtig schön, richtig schön. Und ja, das Geschenk des Kessels ist meine Karte für den Tag Nummer 10. Weihnachtszeit, Zeit der Stille, Zeit für Stacks. Mhm. Ich bin eigentlich ein totaler Stacks-Gegner. Also Decks, die versuchen, die gegnerischen Decks quasi zum Stillstand zu bringen. Aber ich finde, zur Weihnachtszeit haben die Stacks-Karten mit die schönsten Titel. Und ich möchte vorstellen, die Karte Silence. Schweigen. Die macht nichts anderes, als dass sie ein Spontanzauber ist, der ein weißes Mana kostet. Und sagt, deine Gegner können in diesem Zug keine Zaubersprüche wirken. Zaubersprüche, die gewirkt wurden, bevor dieser Zauberspruch verrechnet wird, sind davon nicht betroffen. Mit dem wunderschönen Flavortext nutze einen ruhigen Moment, um über deine Sünden nachzudenken. Clef vom Orden der erlösten Seelen. Also ich möchte nicht, dass ihr zurückkehrt und in euch einkehrt und über eure ganzen Fehler des Jahres nachdenkt. Also könnt ihr natürlich tun, wenn ihr das wollt. Aber mir geht es so ein bisschen darum, ich habe sehr, sehr viel gehatet gegenüber Stacks in diesem Jahr und ich finde, zur Weihnachtszeit kann man das durchaus mal abstellen, seinen ganzen Hate gegenüber diesen Decks. Und was ich mir vornehme zur Weihnachtszeit, ist ein bisschen friedfertiger zu sein gegenüber den Decks, die mich vielleicht sonst aufbringen und unruhig machen und vielleicht eher als Herausforderung zu sehen, gegen das Stacks-Deck meiner FreundInnen zu spielen und vielleicht dann doch zu gewinnen. Was denkst du so zu Stacks? Was war so deine letzte Begegnung damit? Hatte ich das irgendwie in besinnlichem Schweigen zurückgelassen? Ich hatte noch nie so ein krasses Erlebnis mit dieser Art Deck. Also ich bin, glaube ich, da noch nie so richtig gefrustet da rausgegangen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das irgendwann nervig ist. Also wenn dann zu viel auf dem Stapel liegt und man dann gar nicht mehr gegen irgendwas ankommt, dann wird's auch für mich so ein bisschen unlustig. Mhm. Gegen Stacks spielen ist immer ein bisschen wie so ein gegen so ein Winterdeck zu spielen, ne? Winter Orb ist dann irgendwie drin oder der Icy Manipulator oder andere Karten, die sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit passen. Und ich erküre hiermit die Weihnachts- und Winterzeit zur Stacks-Zeit. Und sobald es wärmer wird als 2 Grad Celsius, bitte packt alle eure Stacks-Deck weg und lasst mich damit in Ruhe. In dem Sinne, Schweigen ist meine Karte aus dem Adventskalendertürchen Nummer 11. Schon wieder ein Adventssonntag und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, was das heißt. Ihr seid wieder dran, beziehungsweise der Jonas ist dran. Der Jonas hat uns auch eine Audionachricht geschickt, die wir für den dritten Advent, ich glaube, ich komme immer durcheinander mit den Adventen, also wir haben jetzt die zweite. Ist der dritte, das ist richtig. Ist der dritte Advent, aber erst die zweite Hörereinsendung in dem Fall. Und bevor ich jetzt noch mehr falsche Sachen erzähle, lass ich doch einfach den Jonas die richtige Sache für den dritten Advent erzählen. Hallo, meine perfekte Weihnachtskarte ist die verhexte Halskette aus Myrodin. Diese Karte könnte auch einfach Schrottwichteln heißen, denn niemand will sie haben und man gibt sie immer wieder seinem Gegner hin und her. Die Karte ist auch so eine schlechte Rare, dass ich in einem Draft hatte, dass sie wirklich als letzte Karte gepickt wurde. Die hat komplett, wurde immer weitergegeben, so wie sie es auch im Spiel tut. Außerdem ist das Artwork sehr schön. Na, wenigstens das. Vielen Dank, lieber Jonas. Dankeschön. Für diese Karte. Es klingt so, als könnte Geisti in seinem Blim-Deck spielen. Nee, spiele ich nicht, weil die kann nämlich zurückkommen und das mag ich nicht. Ach so. Ich lese mal kurz vor. Ist ein Artefakt für 3 Mana, eine Rare und sagt, am Ende deines Zuges übernimmt ein Gegner deiner Wahl die Kontrolle über die verhexte Halskette und legt eine Ladungsmarke auf sie. Zu Beginn deines Versorgungssegmentes fügt die verhexte Halskette dir Schadenspunkte in Höhe der Anzahl der Ladungsmarken zu, die auf ihr liegen.
Und für 3 Mana kann sie noch aktiviert werden und kann eine Fähigkeit aktiviert werden, nämlich lege eine Ladungsmarke auf die verhexte Halskette oder entferne eine von ihr. Ich sollte die in mein Blim-Deck hineinbauen, weil sie einfach witzig ist und für ordentlich Turbulenzen sorgt am Tisch. Und die wird natürlich auch immer krasser, je länger sie da ist. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor der Karte. Ich überlege gerade, was macht die eigentlich? Die macht eigentlich nur diesen Schaden, ne? Die teilt jedes Mal mehr Schaden aus. Stück für Stück immer mehr Schaden, je länger sie im Spiel ist. Illustriert von Mike Dringenberg. Ja, ist gut für so lange Commander-Matches. Die führt nämlich unweigerlich zum Ende. Da wird's den Jonas sicher freuen, dass die Karte, die er gewonnen hat, aus unserer Wunderkiste perfekt dazu passt. Ich lese mal kurz vor. Die Karte für den 3. Advent ist in Luft aufgelöst. 5 und ein blaues, also sparsame 6 Mana. 6 Mana, das muss die gut sein. Für einen Spontanzauber, also Vorsicht, wenn der Gegner noch 6 Mana offen hat, dann ist es wahrscheinlich in Luft aufgelöst. Und der Spontanzauber hat Affinität zu Artefakten, also kostet schon mal nur 5 hier in dem Fall. Und, wow. Und da kannst du ein Artefakt deiner Wahl auf die Hand seines Besitzers zurückbringen. Das heißt, wenn hier alle Artefakte zerstört werden, dann sagst du, halt, Moment, nicht meine verhexte Halskette. Spielen dann vor allem auch alle Marken runter von der verhexten Halskette. Genau, aber nimmst sie zurück auf die Hand. Hat keiner kommen sehen für 6 Mana, 5. Wow, ganz stark. Und Jonas, ich möchte jetzt nicht so viel sagen, aber ich glaube, damit ist ja der Sieg in dem nächsten Commander-Match schon ziemlich sicher. Also würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch meine Hand für irgendwo hinlegen. Genau, also die geht auf die Reise zu dir und wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei dir für deine Einsendung für den 3. Advent. Danke, Jonas. Ich mache jetzt was zu Weihnachten vielleicht gehört und ich mache es jetzt, da ist es auch einfach weg und dann können wir uns wieder anderen Dingen widmen. Und zwar kommt es ja hin und wieder vor, dass wenn man sich lange nicht gesehen hat in Familien, Freundeskreis, dass es dann viel zu bereden gibt und dass dann vielleicht auch mal die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Und das Emotionales Wiedersehen hatte ich letztes Jahr. dieses Jahr habe ich den Regler ein bisschen nach oben gedreht und dieses emotionale Wiedersehen führt auch manchmal zu einer hitzigen Debatte. Für 2 und ein rotes, Spontanzauber. Und ihr werdet es kennen, wenn ihr Weihnachten zu Hause sitzt und vielleicht nicht nur dieses Jahr, sondern auch vielleicht in den Jahren davor schon, dass die hitzige Debatte, dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Der kommt einfach und da muss dann einfach mal über alles gesprochen werden und danach ist es vielleicht auch wieder besser und man kann dann tatsächlich untermalt von den Klängen des Bardeninstruments Harmonie beseelt in die Weihnachtstage gehen. Also, dieser Spontanzauber kann nicht neutralisiert werden und die hitzige Debatte fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Ja, es tut mir jetzt sehr leid für diejenigen, die dieses Jahr hitzige Debatten führen müssen und wie gesagt, ich will jetzt auch mal ganz kurz ernst werden, also falls ihr dieses Jahr schwierige Debatten vor euch habt im Familienkreis und wünschen wir euch ganz viel Kraft, dass das gut geht dieses Weihnachten, dass ihr Gespräche führen könnt und dass die auch gut ausgehen und dass da vielleicht tatsächlich am Ende dieser hitzigen Debatte eine positive Lösung steht. Das war mein Anliegen, so ein bisschen mit dieser Karte hier an dieser Stelle. Illustriert von Bayard Wu. Eigentlich ein schöner Removal-Spell, eigentlich, wenn man den so in Magic-Kontext nochmal spielt, ne? Ja, also ein bisschen teuer außerhalb vom Limited auf jeden Fall. Aber dadurch, dass er nicht neutralisiert werden kann. Ist schon gut, genau. Zur Halbzeit hier, vielleicht mal eine kleine ernstere Karte, habe ich mir rausgesucht, die hitzige Debatte. Aber jetzt kommt am nächsten Tag der Geist wieder mit was hoffentlich Fröhlicherem. Auf keinen Fall. Ähnlich wie die hitzigen Debatten an Weihnachten. Was denn? Nee, mach mal. Ich sehe gerade, mal gucken, wie fröhlich das wird. Ja, genau. Ähnlich wie die, was wollte ich gerade sagen? Ich hatte eine perfekte Überleitung. Ähnlich wie die hitzigen Debatten. Naja, ähnlich. Pass auf, wir kommen nochmal rein.
Ich weiß nicht mehr wie, ich kenne meine Überleitung nicht mehr. Nö, wir lassen das jetzt. Martin, das hast du jetzt, jetzt sind wir da. So schräg wie diese Überleitung, so schräg ist auch diese Karte. Und so seltsam ist die auch. Ihr kennt sie mit Sicherheit, ihr habt sie irgendwie gesehen, aber weiß nicht, ob wir was damit anfangen können. Und zwar geht es um das Puppenhaus der Schrecken. Also Weihnachtszeit ist für mich auf jeden Fall auch die Zeit des Gruselns offenbar. Nee, ist natürlich die Zeit von Spielzeug. Ja, und letztes Jahr habe ich irgendwie ganz erzählt, dass ich sehr gern Minecraft zocke und einfach die Weihnachtszeit nutze, um einfach viel Spiele auf den Tisch zu packen, also auch andere Spiele als Magic, Brettspiele und Spielzeug gibt's immer für die Kinderlein ohne Ende. Und das ist so eine Karte, das Puppenhaus der Schrecken. Da sieht man erstmal Spielzeug. Ist halt so ein Puppenhaus, ne? Ist halt ein wunderschönes Puppenhaus. Wir sehen eine Illustration, die ich auf jeden Fall leider nicht im Crimson Vow, im blutroten Bund Z-Review besprochen habe, aber hier nachreichen möchte. Wir gucken so in so eine Puppenstube rein und da liegen so zwei Puppen, die so ein bisschen sehr demotiviert da in der Küche rumhängen. Und das ganze Setting wirkt sehr wie so ein 3D-gerendertes, wie wenn man sich bei Ikea so eine Küche baut, am Ikea Küchensimulator, nur ein bisschen schöner illustriert und dann sind da diese Puppen drin, also es wird, die bricht so richtig aus dem Set heraus. Man sieht im Hintergrund durch das Fenster, guckt einen noch so ein blutunterlaufenes Auge an, was da irgendwie reinstiert und nach was irgendetwas sucht. Man weiß nicht so genau, was es ist. Schräg. Ich sag noch kurz, was die Karte macht. Sie kostet 5 Mana, ist ein Artefakt, rare, und hat eine aktivierte Fähigkeit, nämlich für 1 Mana Tap und schicke eine Karte aus deinem Friedhof ins Exil, macht sie folgendes. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie der ins Exil geschickten Karte ist. Außer, dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein 0-0-Konstrukt-Artefakt ist und diese Karte erhält +1/+1 für jedes Konstrukt, das du kontrollierst, hat. Also da steht dann noch auf der drauf. Erhält Eile bis zum Ende des Zuges, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Über die Sinnhaftigkeit dieser Karte im Spiel lässt sich streiten. Ich wollte einfach nochmal diese schräge Spielzeug-Illustration hier ins Spiel bringen und sag du mir mal kurz, was du davon hältst. Findest du die auch so befremdlich, wie ich die fand, als ich die das erste Mal gesehen hatte, zwischen all diesen Hochzeitsillustrationen und dieser wunderbaren Welt, die uns da gezeigt wurde in Blutroter Bund? Ich dachte erst tatsächlich, wäre ein Fake, weil ich habe das assoziiert mit irgendeiner japanischen Game-Show-Horror-Serie, wo dann da die Samurai-Messer noch auf dem Boden liegen und dann so zwei tote, verkleidete Menschen in eine modernen Küche irgendwie ums Leben gekommen sind. Ich habe das nicht für eine reale Magic-Karte gehalten von dieser Illustration her. Also von daher, ja, war ich da auch so verstört wie du. Illustriert von jemandem, von einer Person, die ich wahnsinnig schätze, und zwar Muhammad Firdaus. Schaut euch mal seine anderen Sachen an. Der hat nämlich bisher nur und ausschließlich Länder illustriert. Und die sind wahnsinnig toll. Und ich habe auch jetzt ein Land von ihm gezogen. Er hat auch die Evolving Wilds schon gemacht. Und also er ist noch nicht so lange dabei. Er hat jetzt erst in Mitternachtsjagd und Blutroter Bund zum ersten Mal illustriert, aber eben ganz, ganz viele dieser Länder. Und die sehen wirklich fantastisch aus. Wirklich ganz, ganz großartig. Und ich finde es so cool, dass er hier nochmal eine komplett andere Seite von sich zeigen konnte. Auch wenn die strange ist und auch wenn die ja irgendwie so. So ein bisschen, wir müssen hier nochmal was Horrormäßiges aus irgendeinem anderen Horrorgenre reinpacken, wirkt. Aber ja, irgendwie geht mir diese Karte trotzdem nicht aus dem Kopf. Und dieses kleine Spielzeug-Horror-Szenario wollte ich kurz mit euch teilen. Vielen Dank. Und dieses Auge, das übersehe ich immer. Und wenn ich es dann sehe, dann erschreckt es mich umso mehr. Das ist alles ein bisschen strange. Die Weihnachtszeit ist einfach auch ein bisschen strange Zeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe schon jede Menge Süßigkeiten eingekauft im Supermarkt und nach Hause gebracht. Und dabei waren eben auch Gelatinous Cubes, Dominosteine. Die Karte für heute ist auf jeden Fall der Gelatinous Cube im Englischen und im Deutschen der Gallertwürfel. Martins Dominostein. Achso, Gallertwürfel. Genau.
Der Dominostein des kleinen Mannes ist der Galatwürfel. Nochmal ein großer Dominostein. Nee, ich habe mich tatsächlich an die Dominosteine erinnert und ich wollte mit dir, Geis, nachdem wir die Karte jetzt vorgelegt haben, eine wichtige Frage diskutieren. Aber erstmal die Karte. Zwei schwarze Kreatur, Schlammwesen, hat Umschlingen. Und wenn der Galatwürfel, also wenn der Dominostein ins Spiel kommt, schicke eine Nicht-Schlammwesen-Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert in Exil, bis der Dominostein das Spiel verlässt und hat Auflösen für X und ein schwarzes, lege eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag X, die vom Dominostein ins Exil geschickt wurde, auf den Friedhof ihres Besitzers. Also nicht zu viele Dominosteine essen, weil sonst kommt er im schlimmsten Fall nicht mehr von der Couch hoch mit ganz vielen +1/+1 Marken. Es ist schön, dass die Karte Umschlingen und Auflösen hat. Ja, ne? Genau, was ich von dir wissen wollte, wie isst du denn Dominosteine? Wie isst du die? Im Stück? Einmal, also halbiert, also ein Biss und dann noch einer oder schichtweise? Also es gibt drei Arten, sie zu essen, meines Erachtens. Art Nummer 1, Dominostein im Ganzen in den Mund und kauen. Art Nummer 2, jede Schicht, also Schokoschicht, Galatschicht, Marzipanschicht, Lebkuchenschicht abtragen, also Lebkuchenschicht mit der letzten Schokoladenschicht zusammen. Und die letzte ist quasi halbieren, um die wunderbare Welt der Schichten zu betrachten. Ja. Ja, und ich mache alles außer im Ganzen in den Mund stecken. Ich mache das immer abwechselnd. Ich gucke mir erst so an, wie toll die Schichten aussehen bei dem einen, dann esse ich den und dann beim nächsten mache ich immer Schichten abtragen. Und du, Martin? Ich mache diese halb und. Meinst du, es gibt einen richtigen Weg? Also ich glaube, ganz in den Mund nehmen ist der falsche Weg, weil man dann nicht mitkriegt, was da alles drin ist. Stimmt, und wie machst du es? Halb und halb. Also Schichten kann ich nicht, weil dann habe ich irgendwann immer diese bisschen glippigere Schicht, diese Galatwürfelschicht im Mund und die schmeckt eigentlich nur in Verbindung mit den anderen dreien. Von daher erst halber Biss und dann nochmal halber Biss. Ist ganz, ganz. Sobald wir die Aufnahme zur Folge beendet haben, packe ich meine Dominowürfel, die ich mir in Vorbereitung auf eigentlich Adventszeit gekocht habe, aus und werde das gleich mal ausprobieren. Jetzt habe ich richtig Bock da drauf. Genau, wenn du dir die Karte anguckst, hier so schön grün, ne, und umschlingen, dann kannst du den ganzen Dominostein umschlingen und ihn dann genüsslich in deinem Mund auflösen. Genau, was der Stein kann, kann wir auch. Ich muss mich outen, ich bin auch jemand, der Gelee-Bananen isst. So. Ja, ich auch. Das Beste haben wir ja in unserer Snack-Folge, auf die wir gerne nochmal hinweisen wollen. Der perfekte Commander-Abend gibt es ja auch für die Snack-Sektion. Und da hatte ich ja darauf hingewiesen, dass Salzbrezel mit Gelee-Bananen die beste Geschmacksexplosion sind. Probiert es mal aus. So, aber das. Widerwärtig, großartig. Schön. Das erstmal zum Dominostein. Nach dem letzten Tasty im TG Adventskalender haben uns zahlreiche Zuschriften ereilt. Was? Und mehrere davon haben uns folgende Karte zugeschickt, dass wir sie doch bitte unbedingt in den Adventskalender bringen sollten. Und das ist jetzt quasi, ich weiß auf jeden Fall, dass der gute Magic Matze Guide uns diese Karte geschickt hat. Und deswegen möchte ich sie mit euch teilen. Ich wollte gerade sagen, was ist das für Briefe gewesen? Hast du die selber geschrieben, oder? Zuschriften, nicht nur per Brief, auch per SMS. Und zwar ist es die Goblin-Ski-Patrouille, die Goblin-Ski-Patrol. Es ist eine Beschwörung von Goblins. Natürlich. Kostet 1 und ein rotes. Und ist eine 1-1-Kreatur, so wie Goblins halt immer 1-1 sind. Ne? Kam in der Ice Age raus und hat für 1 und ein rotes fliegend, also die erhält Flugfähigkeit, und +2, +0. Ich bin schon komplett. Ski-Patrouille 2.0. Hier steht einfach auf dieser Karte fliegend und +2, +0. Total weird. Gut. Begrabe die Goblin-Ski-Patrouille am Ende des Zuges. Benutze diese Fähigkeit nur einmal und nur, wenn du verschneite Berge beherrschst. Verschneite Berge, ne? Wurde wahrscheinlich früher noch unterschiedlich bezeichnet, ne? Also eine verschneite Gebirge ist hier gemeint, aber es ist auch schön, so einfach flavormäßig
passt es natürlich, ich kann besonders halsbrecherisch fahren, dann fliegt der Goblin quasi durch die Luft, wird dann durch stärker und beim Aufprall auf den Gegner, man sieht den auch auf der Illustration, wo man diesen violetten Goblin halsbrecherisch fahren sieht, im Hintergrund sieht man auch so einen anderen Goblin einfach so einfach wegkrachen, so alle Viere von sich gestreckt. Nur, dass es halt dann dazu führt, dass man selber irgendwie im Schnee landet, sich dann nicht mehr bewegen kann und begraben wird im Schnee. Und das geht natürlich nur, wenn ich einen verschneiten Berg habe, ein verschneites Gebirge habe, klar, weil wo soll ich sonst vergraben sein? In einem verschneiten Sumpf? Das macht gar keinen Sinn. Deswegen auch noch hier der Flavortext. Ist ein Zitat von Ib Halfhard, Goblin Tactician. Das ist großartig. Goblin Sheepard, oder? Das ist aber eine perfekte Überleitung zu der nächsten Karte, oder sollte ich sagen, zu den nächsten Karten. Denn ich habe eine Karte rausgesucht, aber gleichzeitig hat uns auch noch als Vierter, ich hatte es schon angedeutet, jemand eine Karte als Audionachricht eingeschickt. Und das war der Jan. Und ich finde, das passt sehr gut zu einer Karte, die ich rausgesucht habe, eben derjenigen, die jetzt kommt. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal an, was Jan zu sagen hat. Und dann ergänze ich das. Also hier ist Jan. Hi, Jan hier von German Magic Stories. Und ich muss sagen, Weihnachtsstimmung kommt bei mir erst so richtig auf, wenn eine gewisse Essenz dabei ist. Und zwar Schnee. Deswegen sind meine Magic Weihnachts Flavor Karten für dieses Jahr die 10 Snow-Covered Duels aus Kaltheim. Besonders dabei möchte ich hervorheben den Highland Forest, den Woodland Chasm und die Rimewood Falls. Von daher, schöne verschneite Weihnachten. Ja, danke schön, lieber Jan. Danke, Jan. Und schaut auch mal zu German Magic Stories rüber. Auf jeden Fall. Also ich kann bestätigen, diese Schnee-Duels, die sind ganz toll. Auch für Commander, also kann man wirklich auch außerhalb von Kaltheim spielen. Und passen sehr gut zu der Karte, die ich rausgesucht habe, der glitzernde Frost. Das war auch eine verschneite Verzauberung aus Kaltheim. Eine Aura für 2 und ein grünes. Die verzaubert ein Land und das verzauberte Land ist verschneit. Und immer wenn das verzauberte Land für Mana getappt wird, erzeugt sein Beherrscher ein zusätzliches Mana einer beliebigen Farbe. Schließlich ließ der Zorn des Sturmes nach, zurück blieb stille, eisige Schönheit. Illustriert von Lukas Graciano. Ja, also ich finde auch diese verschneiten Länder, diese verschneiten Duelländer, auch diese Verzauberung hier, die ein Land mit Schnee verzaubert, sind eine ganz tolle Ergänzung, die Kaltheim da mitgebracht hat. Und ja, nachdem lange, lange keine verschneiten Länder mehr in Magic waren, sieht man die jetzt doch wieder öfter, finde ich, in manchen Standard-Decks jetzt noch und auch im Commander hin und wieder. Ich finde die alle sehr schön. Ja, ich muss immer, wenn ich jetzt ein Enchantment sehe, was so ein Mana-Ramp-Enchantment sehe, bin ich immer ganz beeindruckt. Haben vorgestern erst wieder gespielt und ich habe irgendwie mit drei Ländern und solchen Mana-Enchantments irgendwie 7 Mana tappen können. Das ist zwar ein bisschen klumpig, aber für mich eine neue Erfahrung. Und ja, da habe ich plötzlich Karten in meiner Sammlung entdeckt, die ich vorher nie wahrgenommen hatte. Schöne Karte. Vielen Dank, Jan, nochmal für die Unterstützung bei dieser Auswahl. Und ich habe schon gesagt, du bist der Vierte im Bunde und für dich hat man noch keine Karte gezogen in der letzten Folge. Deswegen ziehen wir jetzt noch aus der großen Magic-Kiste, die ich hier noch stehen habe, ziehen wir noch eine Knaller-Karte. Also, die soll den anderen in nichts nachstehen, die wir heute hier raushauen. So, das wäre auch unfair. Das wäre auch unfair Jan gegenüber. So, ja. Ich kram nochmal, ich greife ganz tief rein. So, und die hier ist es. Oh. Sag an. Ein Basic hoffentlich, oder? Nee, leider nicht. Basic wäre zu stark. Ja? Basic wäre zu stark, genau. Es ist der Maggot Carrier. Und der kostet ein schwarzes, ein Zombie. Auch Synergie mit Crimson Vow und Midnight Hunt. Und wenn. Der Madenwirt im Deutschen. Der Madenwirt. Willst du die deutsche Beschreibung vielleicht kurz vorlesen? Kann ich machen. Wenn der Madenwirt ins Spiel kommt, verliert jeder Spieler einen Lebenspunkt. Krass. Knaller. Und
Ja, also, ne, gibt sogar noch einen Flavortext auf der Karte. Also stell dir vor, wenn du jetzt mit 8 Leuten am Tisch spielst, dann macht der 8 Schaden für einen Mana. Das ist cool. Das ist richtig gut. Und der Flavortext sagt was? Wir begegnen dem Tod nicht plötzlich, sondern bewegen uns langsam auf ihn zu. Wir sterben an jedem Tag. Das ist auch ein Zitat von Seneca, Episteln. Ach, das war noch die Zeit, wo man tatsächlich so Real-Life, also so Echtwelt-Zitate ja. da reingebastelt hat, ne? Der war zuerst in Planeshift drin und dann nochmal in der 8. Edition. Genau, also hier weißrandige Karte für dich, Jan, der Madenwirt. Die aus der 8. Edition ist das, ne? Ja, da habe genau, ich den Text von vorgelesen. Genau. Sehr, sehr stark. Ja, also sag's halt vorher an, dass du so eine Karte auch im Deck hast, damit die anderen entsprechend ihre Decks auch auswählen können. Genau, fänd ich nur fair. CD-EDH-Runden eher geeignet. So, dann nicht schlecht. Geht's auch schon weiter und wir kommen zum 18. Dezember. Leute, es ist der 18. Dezember. Hurtig, holt die letzten Weihnachtsgeschenke. Schnell, ab auf den Bazar zum Einkaufen. Die Weihnachtsmärkte haben ja geschlossen. Und ich würde euch jetzt auch nicht empfehlen, vielleicht jetzt in die vollsten Geschäfte zu gehen. Vielleicht eher zu den Randzeiten. Aber ihr müsst halt an die letzten Geschenke noch rankommen. Und da habe ich für euch rausgesucht, hier die Karte, den Gem Bazar. Wie? Die kennt ihr noch nicht? Könnte daran liegen, dass sie nie gedruckt wurde, denn der Gem Bazaar ist eine der 12 Astral Cards, die in den 90ern quasi digital only erschienen sind. Und von dieser Karte würde ich mir wünschen, dass sie einfach mal wirklich gedruckt werden würde. Denn ich finde die wirklich ganz nice. Es ist ein Land. Ein Land, was Folgendes macht. Wenn sie ins Spiel kommt, also wenn der Gem Bazaar ins Spiel kommt, bestimme zufällig eine Farbe. Choose a random color. Und dann hat die Tap. Add to your mana pool one mana of the color chosen. Also color last chosen, die zuletzt gewählt wurde. Mhm. Und danach, then choose a random color. Das ist ja witzig. Das heißt, dieses Ding wechselt immer wieder seine Farbe und ist einfach eine witzige Karte, finde ich. Einfach eine Karte, die unberechenbar ist, aber die kann, also in einem fünffarbigen Deck natürlich problemlos gespielt werden, aber vielleicht in einem vierfarbigen Deck mit einem gewissen Nervenkitzel dabei, könnte die auch interessant sein. Die ändert ständig ihre Farbe und ich glaube, jetzt einen Würfel zu werfen und eine von 5 Farben zu bestimmen, ist jetzt nicht so schwer, um das außerhalb des Digitalen zu machen. Da wird uns mittlerweile mehr zugemutet, aber schön, dass man dachte, dass diese Karte sich gut fürs Digitale eignet, weil sie im Analogen viel zu umständlich zu spielen wäre. Ne, also diese Astral Cards, Karten, die nur für den digitalen Raum, für Chandala entstanden sind oder eben wie das Spiel damals hieß, ich weiß, dass Chandala quasi irgendwie die Welt war, in der sich das Ganze bewegt hat, aber das Spiel selber immer mal wieder anders bezeichnet wurde und eine wunderschöne Illustration von Liz Danforth, die ihr vielleicht auch noch nie gesehen habt, also... Wenn ihr die nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Schaut euch auch die anderen Astral Cards an. Ihr könnt bei Scryfall danach suchen, indem ihr den Suchbegriff set:past, P-A-S-T, eingebt. Und da seht ihr die wunderbare Welt der, Digital-Only Astral Cards. Da sind wir am 4. Advent. Nicht mehr lang bis Weihnachten. Oh, noch 5 Tage. Und nur noch 5-mal schlafen. Noch 5-mal Charmed Sleep. 5-mal magischer Schlaf. Und wir kommen zur letzten Hörereinsendung. Und zwar kommt die von dem Freddy vom Commander Kompass. Da merkt man auch schon, der ist Podcaster, so wie die anderen beiden auch, aber der ist der Podcaster, der hier das Minutenlimit ein bisschen gesprengt hat. Wir spielen aber trotzdem die komplette Einsendung und sind gespannt, was uns Freddy für den 4. Advent mitgebracht hat. Mhm, los geht's. Hi, hier Freddy oder Merlotta vom Commander Kompass. Ich habe euch
für einen Adventskalender eine besondere Karte mitgebracht, denn sie wirkt nicht unbedingt wie eine Weihnachtskarte, aber es ist Chaya Ballad. Es ist ein roter Planeswalker für 2 und 3 rot mit den Fähigkeiten für +1, füge 3 rot deinen Mana Pool hinzu, verwende das nur um Instant oder Sorceries zu casten. Dann noch eine zweite +1 Fähigkeit. Wirf bis zu 3 Karten ab, zieh so viele Karten nach. Und ein Emblem mit, du kannst Instant und Sorceries aus deinem Friedhof casten. Und wenn eine Karte durch diesen Cast den Friedhof betreten würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. So. Chaya Ballad ist aber auch eine alte Karte. Und für mich ist Chaya Ballad so weihnachtlich, denn sie symbolisiert so ein bisschen die coole Tante, die Oma, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, die man einfach irgendwie vermisst. Und wenn man sie sieht, dann wahrscheinlich an Weihnachten, wenn man versucht eben mit der größeren Familie mal zusammenzukommen und dort etwas zu machen. Also plus das Artwork halt einfach, das strahlt mit diesen, naja, fast taunenden Schnee durch das Feuer einfach so den perfekten Umschwung auf, weil, sagen wir mal ehrlich, wann hat es das letzte Mal im Dezember wirklich geschneit? Oder halt nur so ein kleines Ding gelegen im Dezember, ne? Dass da ein bisschen grün durchwirkt, das passt auf jeden Fall. Und ja, auch einfach dadurch, dass die alte Karte existiert, die Taskmage, das ist dann fast wie so ein altes Bild, das irgendwie an der Wand hängt von der Jugend oder kurz vor der Hochzeit. Ja, es gibt einfach einen Haufen Energie von Familienmitglied, das man einfach echt mal gerne wiedersehen möchte. Und deswegen ist Chaya Ballad mein Pick für den Adventskalender 21. Yo! Und der Merlotte verabschiedet sich damit und wünscht euch alle frohe Weihnachten. Ciao! Danke, Freddy. Ach, das war schön. Das war schön. Sonst erlebt man ja Freddy eher, wie er sich in Rage redet im Commander Kompass. Yeah. Lieben Gruß an alle 3 Jungs. Und da so beschwingt habe ich ihn noch nie erlebt. Das war sehr, sehr schön. Fand ich auch. War schön zuzuhören. Und auch diese Assoziation, die er da gemacht hat mit der alten Tante, die er dann besucht und die dann an der Wand noch das alte Bild von sich hängen hat, kurz vor der Hochzeit. Richtig erzählt, schön. Ich habe eine Tante aus Marokko und die kommt Hip-Hop. Sehr, 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 sehr schön. Das war wirklich, wirklich schön. Und schade, dass bei euch nie Schnee im Dezember liegt. Also hier in Berlin immer meterweise Schnee. Da ist so richtig, ne, man stapft das jedes so Tunnel. Jahr irgendwie. Richtig so Tunnel durch den Schnee, genau. Ja. Die U-Bahnen, die sind eigentlich S-Bahnen. Nur, dass sie eben vom Schnee bedeckt sind hier. Also das ist wirklich immer großartig. Und du hast ein Poster von Chaya Ballad Taskmage an der Wand hängen. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn du ein Poster hast, hätte ich auch gern eins. Ich hab das? Nee, Freddy. Nein, in der Geschichte. Eine Frage an Freddy. In der Geschichte hatte das die Tante da hängen. Ach so, ja. Es gibt ja auch noch einen kleinen Gewinn, ne, für Freddy. Und zwar die dritte von unseren vorab ausgelosten Knallerkarten. Freddy spielt ja auch gern CDH. Der spielt auch gern CDH. Und ich würde mal sagen, da kennt er die Karte schon sehr gut, weil er die schon öfter spielen musste. Ist der kreischende Nim. Für 3 und ist ja krass. 3 und ein schwarzes. Kreatur Zombie. Du siehst schon, Synergien. Tribal Deck. Und fliegend. Und der kreischende Nim erhält +1/+0 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Also Synergie, Blutspielsteine, sage ich da nur. Und dann wird aus der 0-1, die der kreischende Nim ist, wird dann ja ganz schnell eine 2-1 für 4 Mana. Und da kannst du aber. Krass, im CDH, da werden ja auch Artefakte gespielt und so, ne? Da werden auch Artefakte gespielt. Ja, krass. Und hier steht, als Bolde waren sie nervig, als Nim sind sie eine Seuche. Ja, auch das ist ein sehr, sehr treffender Flavortext, der bleibt im Ohr. Ja, auch aus Merodin, also da, man weiß schon, also ich weiß schon, warum dieses Set als Broken bezeichnet wurde. Diese ganzen knaller Artefakte und dann auch noch die Synergien mit Artefakten wie der kreischende Nim. Da möchte ich nicht auf der anderen Seite des Tisches sitzen, wenn die Karte ausgespielt wird. Also Freddy, wenn du die Decklist hast, wo die Karte drin ist, ne, schick sie uns auf jeden Fall. Ich bin mehr als gespannt.
Ja, damit sind wir durch mit den Hörerinneneinsendungen, aber noch nicht ganz mit dem Adventskalender. Ein paar Tage haben wir noch und wir gehen mit großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Erstmal vielen Dank an alle Einsendungen und ja, bleibt dran, es kommen noch ein paar Türchen. Jetzt wird es langsam gefährlich. Wir haben am Anfang schon gesagt, Licht für die Nacht ist aufgestellt. Jetzt werden immer mehr Kerzen in den Räumen platziert und der Baum wird vielleicht auch schon so langsam vorbereitet, vielleicht noch nicht geschmückt. Adventskranz ist schon mehrmals angebrannt worden. Jetzt brennen schon alle 4 Kerzen und vielleicht auch die ein oder andere kleine Bienenwachskerze leuchtet irgendwo. Und je mehr man davon anzündet, desto mehr Kerzenfallen entstehen in der Wohnung oder im Haus. Und da heißt es, aufgepasst. Denn, ernsthaft? Natürlich. Kerzenfallen. Okay. Die Kerzenfalle ist eine Verzauberung aus Midnight Hunt, also noch gar nicht so lange her. Eine Aura für ein Weißes verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur hat Verteidiger und verhindere allen Kampfschaden, der von der verzauberten Kreatur hinzugefügt würde. Und du kannst die Kerzenfalle opfern für 2 und ein Weißes, aber dann kannst du die verzauberte Kreatur ins Exil schicken, aber nur, wenn du 3 oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst. Ja, der Candle, wie hieß dieser Zirkel, dieser Kerzenlichtzirkel der Hexen in Midnight Hunt? Die waren ja ganz rege mit Kerzen und ich finde, so eine Kerzenfalle ist jetzt nicht so das Ungefährlichste, was man jemanden, wohin man jemanden schicken kann, denn im Advent wird tatsächlich die Wohnung so langsam zu einer ganz großen Kerzenfalle. Und man muss immer gucken, abends nochmal aufstehen, habe ich jetzt den Adventskranz ausgemacht? Brennt im Nebenzimmer noch das Räuchermännchen? Ist der Baum gelöscht? Diese ganzen Sachen gehen einem dann so durch den Kopf. Und da braucht man dann schon 3 oder mehr Kreaturen, die das alles dann nochmal checken, bevor man dann wieder ruhig schlafen gehen kann und ja ins Exil, ins nächtliche Exil wandern kann. Und man sieht es auch hier auf dem Bild. Kein Scheiß, in der Weihnachtszeit habe ich einen mit Wasser gefüllten Eimer im Bad stehen. siehst du, nicht zu Unrecht. Hier, Manuel Costagnon hat das schön illustriert, wie selbst dieser große, gefährliche Werwolf zuckt zusammen, wenn er hier die 4 Kerzen am Adventskranz sieht. Ja, genau, die fliegen vor allem hier ein bisschen. Ja, die sind schon umgefallen. Die sind im freien Fall. Scheiße. Das ist richtig Gefahr hier in diesem Bild. Und das züngelt vor allem alles in seine Richtung. Ja. Ja, also passt auf, stellt euch einen Eimer Wasser wie Geiß, seid wie Geiß, stellt euch einen Eimer Wasser in die Nähe, damit ihr die Kerzenfalle bis zur Bescherung gut umschiffen könnt. Meine Karte für den, ja, inzwischen schon 20. Dezember. Obacht vor der Kerzenfalle. Die Weihnachtszeit, wenn man dann endlich mal frei hat, den Stress des Jahres hinter sich lässt, dann ist das eine Zeit zum Nachdenken. Deswegen möchte ich kurz euch die Karte nochmal ins Bewusstsein rufen. Nachdenken aus Zendikar Rising. Spontanzauber für 1 und ein blaues hat, hält sich 2, ziehe dann eine Karte und den wunderschönen Flavortext. Ich kann nicht sehen, was die Zukunft für uns bereithält, aber ich kann dafür sorgen, dass wir dem Tod immer einen Schritt voraus sind. Und das trifft sehr, sehr gut zu auf viele Dinge, über die ich mir und sicherlich ihr auch euch im letzten Jahr Gedanken gemacht habt. Und zur Weihnachtszeit, wenn man nochmal in das Jahr, dieses crazy Corona-Jahr Nummer 2 zurückblickt, ist es sicherlich ein Flavortext, der nicht so weit weg ist von der Realität. Und an der Stelle kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr euch noch nicht geimpft habt, denkt nach und vielleicht tut ihr das für alle anderen und lasst den Pieks über euch ergehen. Mein Adventskalendertürchen Nummer 21, Nachdenken. Finde ich gut. Türchen 22, der 22. Dezember und so langsam schläft man jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz magisch und ist so ein bisschen unruhig
Und ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor auf die Nacht zum Heiligabend. Wenn dann die Kinder so im Bett liegen und warten, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt und unter den Baum legt, dann sind sie vielleicht so ein bisschen leicht schläfrig und hören vielleicht auch schon mal ein Geräusch. Du hörst ein Geräusch. You hear something on watch. Ist eine Karte aus Adventures in the Forgotten Realms und ist eine dieser tollen Flavor-Karten, die wir so hoch gelobt haben dieses Jahr, weil wir die so ganz toll finden, wie so ganz banale Effekte durch die Aufladung mit diesen Flavor-Words zu ganz tollen Karten werden. Ich sag mal, was die macht. Du hörst ein Geräusch. Für eins und ein weißes Spontanzauber. Bestimme eines. Du kannst Folgendes tun. Die Gruppe wecken. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Oder Falle auslösen. Dieser Zauberspruch fügt einer angreifenden Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Wir hoffen nicht, dass es der Weihnachtsmann ist, der dann unvorsichtigerweise in die Katzenfalle tappt. Aber wenn die Kinder den Weihnachtsmann hören, dann kann schon passieren, dass sie die Gruppe wecken und alle die Treppe runterstürmen und gucken, was da jetzt unter dem Baum liegt. Und ja, ich fand das sehr passend für das Warten auf den Weihnachtsmann und mal dann das erlösende Glöckchen hört, vielleicht auch, wo man dann sagt, du hörst ein Geräusch und jetzt endlich kannst du die Gruppe wecken und alle stürmen ins Wohnzimmer und gucken, was da unter dem Baum liegt. Das ist echt schön. Was im Deutschen natürlich wunderbar funktioniert und hier fehlt, finde ich, ist das Wort Wachsamkeit, was super zu die Gruppe wecken gepasst hätte, ne? Wenn denn die Kreaturen plötzlich Wachsamkeit bekommen. Mit dem englischen Original Vigilance funktioniert das leider nicht so gut, deswegen sind es hier nur +1/+1 Marken. Aber ja, ich fand die Karte auch ganz, ganz toll. Wenn sie Wachsamkeit gegeben hätte, vielleicht wäre es dann auch mein Flavor-Win geworden. Stimmt, das ist toll. Aber ja, du hörst ein Geräusch. Martin, Frage. Beim Magic-Spielen, was macht am meisten Spaß? Das Zusammensein mit Freunden. Ach, nee, komm, nochmal neu. Ja, natürlich, das Zusammensein mit Freunden. Nee, so im Spielen, mechanisch. Was macht am meisten Spaß? Karten ziehen. Yes! Und was ist das schönste Geschenk, was man jemanden in einer Partie Magic machen kann? Ihn Karten ziehen lassen. Ja, genau. Ich wollte nochmal hinweisen auf die Karte Secret Rendezvous und auf den schönen Effekt des, wie nennt sich das gleich nochmal, wenn man quasi symmetrische Effekte, genau, symmetrische Effekte. Macht mal ein paar Geschenke. Und zwar die Karte Secret Rendezvous ist eine Hexerei für 1 und 2 Weiße, heißt im Deutschen heimliche Verabredung und macht Folgendes, du und dein Gegner deiner Wahl zieht je 3 Karten. Und ja, war eine Karte, die in Strixhaven rauskam. In Zukunft erwarten uns ja womöglich auch noch mehr Karten mit diesen symmetrischen Effekten, mehr weiße Karten mit diesen symmetrischen Effekten. Und damit macht man sich beim Commander-Spielen sicherlich Freunde, was immer gut ist. Also wer das politische Spiel mag, das ist immer schöner, finde ich, über Geschenke Freunde zu machen, als über Druck sozusagen und Drohung. Und ja, ist eine Karte, die ich aktuell einfach noch viel zu wenig spiele und sehr, sehr gern mehr spielen möchte, weil es ist einfach das Schönste, was man in Magic machen kann. Karten ziehen und dann noch Kartentrickkarten ziehen lassen. Das ist schon sehr, sehr dicht am Weihnachtsfest dran. Und ja, heute, einen Tag vor Weihnachten, ist es heute ein Tag vor Weihnachten? Heute ist ein Tag vor Weihnachten. Wahnsinn. Da ist natürlich die Vorfreude und da sind natürlich auch die Geschenke in aller Leute Köpfen. Was bekommt man geschenkt? Und ja, das Geschenk, was ihr mir machen könnt, auf jeden Fall, wenn ihr mich beschenken wollt, ist, lasst mich doch mal eine Karte ziehen. Oder 2. Oder vielleicht sogar 3 mit der heimlichen Verabredung. Heiligabend, es ist soweit, der Tag der Bescherung. Und wie letztes Jahr auch präsentieren wir beide euch unsere Karte zum Heiligen Abend, zum 24. Dezember. Und ich lege mal los. Ich habe rausgesucht eine Verzauberung. Natürlich, ich habe ganz viele Verzauberungen dieses Jahr im Advent gefunden.
Und die kostet 3 und 2 Weiße und heißt Aufruf zur Einigkeit. Das ist eine Karte aus Aether Rebellion. Hat auch den Text Rebellion, also Rebellion zu Beginn deines Endsegments. Und falls in diesem Zug eine bleibende Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, lege eine Einigkeitsmarke auf den Aufruf zur Einigkeit. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 für jede Einigkeitsmarke auf dem Aufruf zur Einigkeit. Und ja, ich finde, das ist ein ganz schönen Aufruf zur Einigkeit, dass man wirklich mal, wie du auch schon gesagt hast, mal über Dinge nachdenkt, vielleicht auch mal bisschen die Position auch wechselt, wo man gesagt hat, dieses Jahr, da bin ich vielleicht mit demjenigen oder derjenigen vielleicht nicht so gut klargekommen. Lass uns mal überlegen, wie können wir denn wieder zueinander finden, wie können wir wieder zur Einigkeit kommen und ja, wenn wir dabei +1/+1 bekommen, also vielleicht auch noch bei einem guten Essen uns darüber unterhalten, wie wir das alles sehen, wie wir die Welt sehen, dann lassen sich da vielleicht auch ja wieder Einigkeit herstellen. Und das wäre ein schöner Wunsch, den ich hätte für das neue Jahr und das ablaufende Jahr gerne auch schon. Ja, den Wunsch teile ich auch definitiv. Nicht nur der Wunsch der Einigkeit innerhalb der Familie, innerhalb der Freunde, sondern auch so ein bisschen, ne, so eine gesellschaftliche Einigkeit, die wünscht man sich schon sehr, wenn man sieht, wie weit manche auseinanderdriften in ihren Ansichten, in ihren Haltungen und auch in der Bereitschaft, die irgendwie sehr, sehr lautstark zu vermitteln. Genau, also wir wünschen uns alle und wir sind bereit, daran mitzuarbeiten. Also an uns soll es nicht liegen, dass diese Verzauberung vielleicht jetzt schon bald wieder gespielt wird und wahr wird. Aufruf. Deswegen liebe ich Magic einfach, weil es Leute zusammenbringt. Ne? Es ist ein gemeinsames Regelwerk, an das alle irgendwie glauben. Ne? Es hat sowas sehr, sehr Religiöses auch. Und egal, wo du bist auf der Welt, wer Magic kennt und vielleicht ein ähnliches Format spielt wie du, kann die Karten auspacken und man kann loszocken. Deswegen finde ich, ist Magic-Spielen auch ein aktives Arbeiten an Einigkeit und Frieden auf der Welt. Sehr schön. Das ist eine schöne Ergänzung zu meinen Gedanken zu der Karte. Ja, vielen Dank. Und damit übergebe ich auch gleich an dich für deine Karte zum Heiligen Abend. Okay, also meine Karte zum Heiligen Abend kommt sehr unweihnachtlich daher, verbindet sich aber mit einer sehr weihnachtlichen Anekdote, die ich kurz teilen möchte. Das ist eine sehr, sehr private Anekdote, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, es ist eine Karte, die, finde ich, super absurd ist. Und zwar die Karte Showstopper. Das ist ein Instant, ein Spontanzauber, kostet 1, schwarz und rot. Und hat bis zum Ende des Zuges erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, folgenden Text. Wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie einer Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, 2 Schadenspunkte zu. Das ist eine Karte, die so haarscharf daran vorbeischrammt, gut zu sein. Ja, denn wenn ich damit auch einen Spieler treffen könnte, könnte das ein wunderbarer Moment sein von, warte mal, du machst hier einen Boardwipe, damit kegelst du dich jetzt gerade selber raus. Ja, also irgendwie so eine Karte, die so haarscharf daran vorbeischrammt, irgendwie sehr, sehr gut zu sein. Aber trotzdem irgendwie eine ganz, ganz, ja, nette Karte. Aber der Flavor ist wirklich wunderbar, und zwar Showstopper. Der Flavortext hier ist, das Publikum merkte schnell, es war kein Zaubertrick, es war nichts zum Naschen drin und sie würden neue Kleider brauchen. Und man sieht so 3 Figuren, die auf der Bühne einfach so explodieren. Heißt im Deutschen, und allein deswegen lohnt es sich, diese Karte zu spielen, Schluss mit lustig. Ich werde mir diese Karte jetzt kaufen, ja, und ich werde sie so lange in einem Deck spielen, bis ich irgendwann mal sagen kann, Schluss mit lustig. Und dann lege ich die auf dem Stack drauf und dann sage ich, hier, und die Kreatur stirbt jetzt. So, aber welche Anekdote verbindet sich jetzt damit? Und zwar, warte ich jetzt auch schon ein bisschen beängstigt drauf. Ich habe früher sehr, sehr gern im Krippenspiel mitgespielt, ja. Ist ein Hobby, das du aber nicht sehr oft im Jahr ausüben kannst, oder? Nee, das stimmt. Und also da war ich noch Kind, Jugendlicher, wie auch immer, also sehr, sehr jung auf jeden Fall. Und da bin ich eines Abends fast zum Showstopper geworden, nämlich bei folgender Gelegenheit, ja. Da war auch kurze Zeit Schluss mit lustig, auch wenn ich im Nachhinein, mussten wir dann alle drüber lachen. Also folgendes, ja. Ich spiele den Hirten, sitze da so im Altarraum auf dem Boden, wir alle am Lagerfeuer. Und dann kommt der Moment, der Engel erscheint uns Hirten. Ja, ein Moment, in dem die Hirten natürlich ehrfürchtig und erschrocken zurückweichen.
So, dieses Zurückweichen, das habe ich auch sehr inbrünstig dargestellt, indem ich quasi so einen riesigen Satz nach hinten gemacht habe, die Altarstufen hoch und mich dann so in die Ecke des, also dieser Altar, der hatte so Stufen hoch, so eine kleine Plattform davor und links und rechts ein Geländer. Ich schmeiß mich so nach oben und so in diese Ecke an dieses Geländer ran und mache das mit ein bisschen zu viel Schwung. Dieses Geländer, ich reiße das Geländer aus den Fugen und es kracht daraufhin rechts neben mir runter. Ja, ich nach wie vor immer noch voll drin, versuche mir nichts anmerken zu lassen, schaue zum Engel. Der Engel muss fast anfangen zu lachen, sieht mich so. Und ich check dann so, krass, dieses Geländer, ich habe das voll rechts neben mir auf meine mitschauspielende Freundin quasi oben drauf gehauen. Jetzt lag dieses Geländer so schräg auf ihr drauf, ja, hat die halt voll getroffen. Es passierte alles in Sekundenbruchteilen. Schau zu ihr rüber, sehe, dass da dieses Geländer auf ihr drauf liegt, nimm das Geländer, reiß das wieder zurück ran, versuch das quasi wieder in die Verankerung zu reißen. Spiele weiter und merkt dann nur, wie neben mir, wie sie einfach irgendwie an diesem Geländer. Lass mich kurz wieder klarkommen. Schluss mit lustig. Wie sie an diesem Geländer reißt, ja? Sie reißt immer wieder an diesem Geländer. Und ich frage mich, was macht sie da? Und erst dann merke ich, dass ich das Geländer ist auf sie drauf getroffen. Irgendetwas hat sich in ihrem Wollpullover verhangen. Ich habe das Geländer mitsamt Wollpullover zurückgerissen und quasi zwischen Altar und Geländer eingeklemmt. Daraufhin versuchte sie mit aller Macht ihren Pullover rauszuzerren, woraufhin es leider nur die eine Möglichkeit gab, das Geländer wieder rauszureißen, damit sie rauskommt und das Geländer wieder zurück in die Verankerung zu versetzen. Schluss mit lustig. Der Engel, wirklich eiskalt, ratterte seinen Text runter, der war auch deutlich älter als wir, und ich wusste nicht, ist das Krippenspiel jetzt hiermit gelaufen? Denn das Publikum ist ja extrem im Dunkeln, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen, wir haben es einfach hardcore durchgezogen. Und im Nachhinein war es dann einfach ein sehr, sehr großer Spaß für alle. Aber das Schlimme war in dem Moment, dass man einfach nicht so wie ich jetzt so lautschallend drüber lachen konnte, sondern man musste ja irgendwie so drin bleiben. Und das ist eine meiner weihnachtlichsten Geschichten. Den Weihnachtsabend habe ich eh immer verbunden mit sehr viel Aufregung, ne, gegenüber diesem, vor diesem Krippenspiel. Weil das Krippenspiel war bei uns immer am Abend, so um 9:30 quasi, sehr, sehr spät. Das heißt, während es die Geschenke gab, war ich immer noch sehr, sehr aufgeregt vor dem Krippenspiel. Und das ist eine meiner ganz persönlichen Weihnachtsanekdoten, die ich hier mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es kam nicht zu weird daher, aber ja, Schluss mit lustig ist auf jeden Fall die Karte, die mich daran immer wieder erinnert. Und wenn ihr es schafft, sie in irgendein Magic Deck einzubauen, sagt mir wo, sagt mir wie. Es würde mich sehr, sehr glücklich machen. Das ist eine großartige Geschichte. Hast du jemals ein Krippenspiel mitgespielt, ja, Martin? Sogar auch mal. Also unser Pfarrer hatte mal das Krippenspiel geschrieben aus Sicht der Hirten. Und da war ich einer der Hirten mit vergleichsweise viel Text für einen Hirten. Und doch, das war sehr schön. Auch davon gibt es noch Fotos. Und ich fand es eine sehr schöne Geschichte. Und das Merkwürdigste daran war eigentlich nur der Einleitungssatz, dass dein Hobby Krippenspiele sind. Habe ich das als Hobby gesagt? Nein, das ist meine Hobby, war Krippenspiel mitspielen. Das ist sehr gerne Krippenspiele mitgemacht. Und das war wirklich toll. Und ich finde, wenn das jemand sagt, dann hat er wirklich sehr wenig Gelegenheit, das auszuleben im Laufe des Kalenderjahres. Und findest du das gut? Das lasse ich jetzt alles bei Tasty raus. Ja, soll ich noch was? Komm, wir machen noch einen Trenner und dann verabschieden wir uns vom Weihnachten. Ein paar Trennerglöckchen nach dieser Einheit hier. Kleinen Trenner. Kennst du diese Erinnerung, wo du nicht weißt, ob die Freude daran größer ist als die Pein, die du damit verbindest? Nicht wirklich, aber viele Sachen sind in Erinnerung deutlich lustiger als damals, als man sie erlebt hat. Und das war bitter. Das war richtig bitter, als ich das erlebt habe. Ich habe richtig Panik bekommen, wirklich.
Und als man, wenn man sich dann so im Nachhinein das Ganze nochmal so aufblättert, und dann die vielen Schritte, die man innerhalb von 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden erlebt, irgendwie. Ach ja. Schön. Ja, ich hoffe, du wirst einen schönen, schönen Heiligabend verbringen und eine schöne Weihnachtszeit. Das hoffe ich auch. Wenn ihr das jetzt hört zu Weihnachten, dann werden wir im Kreis unserer Liebsten sein, hoffentlich. Alle gesund und das, ja, möchte ich, hoffe ich auch, dass ihr alle, die zuhört, gesund seid, dass es euch gut geht, dass ihr an einem warmen, trockenen Ort sein könnt und Magic spielen könnt. Dinge tun könnt, die euch Spaß machen und euch nicht mit den Sorgen des Jahres befassen. Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr, dass ihr uns so toll begleitet habt in diesem Jahr. Jetzt auch nochmal vielen Dank an die 4, die uns audiomäßig unterstützt haben bei dieser Folge. Ganz toll. Die Karten gehen raus. Die gehen auch so raus, dass ihr sie pünktlich zum Fest unterm Baum liegen habt. Und für Geist suche ich, glaube ich, auch nochmal meine Kopie von Springcheck Shepherd raus. Nach dieser kleinen Geschichte jetzt gerade. Und ich bedanke mich tatsächlich auch bei dir, Geist, für dieses Jahr mit Tasty MTG. Und das hat echt Freude gemacht, Martin. Ja. Da würde ich dir jetzt gerne digital mal auf die Schulter klopfen und übers Haupthaar streicheln. Ach, vielen Dank. Ich fühle es schon direkt. Und Folge dieses Jahr, kommt noch was raus vor Silvester? Oder? Schauen wir mal. Behaltet eure Podcatcher im Auge und habt erstmal ein ganz tolles Als nächstes kommt auf jeden Fall die, entschuldige, ganz, ich wollte noch kurz ankündigen, als nächstes kommt auf jeden Fall die Folge, die Geschichte zum Blutroten Bund zusammenfasst. Mhm. Und die wollen wir eigentlich auch nicht zu weit in die Zukunft schieben. Denn in der Zukunft und im neuen Jahr, da kommt eine Folge, auf die ich mich besonders freue, denn auch hier traditionell werden wir das wiederholen und den goldenen Tasty verleihen für die besten Illustrationen des Jahres 2021. Genau, wir gucken alle 13.500 Karten an. Ja, eins kann man schon sagen, es waren viele, so viel wie noch nie. Puh, da fangen wir wirklich tatsächlich direkt am Weihnachtsabend an, aber jetzt einen Dominostein, den machen wir trotzdem noch, würde ich sagen. Unten, ich ziehe mir auch noch Lebkuchen rein. Wenn man schon einmal dabei ist, komm, ist ja dann auch egal. Dann macht's gut und habt ein frohes Fest. Tschüss. Tschüss.